Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Dave the Diver. Ich glaube, wir sollten mal bei der Ellie abnehmen. Hey, du hast wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und könnte etwas Hilfe brauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschung. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Und jetzt beeil dich, ich habe nicht mehr viel Zeit bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, es sei für eine Publikation, waren es blaue Muscheln und braune Muscheln? Hilf Ellie. So, als erstes müssen wir natürlich einmal kurz Huckstar überprüfen, ne? Das ist ja immer das Erste. Imo, Imo, Imo. Der Geschmack von festen Kalamar-Sushi kann mich immer noch daran erinnern. Ich muss wieder dahin. Bencho Sushi, wir haben eine Auszeichnung erhalten. Bitte kommt uns besuchen. Bayaba. Sushi in der Nacht. Achso, das kennen wir schon. So, wir haben Bronze erreicht. Ja, das ist die Auszeichnung. Geil. Belohnung. Yeah. Meine Seite. Ja, cool. Sehr schön. Was gibt's hier so Schönes? Was haben wir da freigeschaltet? Kriegen wir hier den... Die Qualle. Ja. Sehr schön. Ich würde einfach mal nicht lang schnacken und gleich abtauchen. Warte, halt, stopp. Nicht zu voreilig. I dive. Harpune. Muss aufgerüstet werden. Stahlharpunenkanone, Schaden 10. Sehr geil. Jetzt geht's los. Abflug. Rundkopf, Fledermausfisch. Davon haben wir schon ein paar, aber wir sollten vielleicht jetzt mal wieder anfangen, kleine Fische zu sammeln, ne? Weil so viele große und wir haben die auch alle schön verwertet. Ah, ein Delfinchen kommt schon wieder ran. Na? Möchtest du wieder Hilfe von uns haben? Du musst der Delfin von vorhin sein. Vom letzten Mal, nicht vorhin. Warum sieht es so aus, als hätte er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Was ist mit den Delfinen passiert? Okay. Wir folgen dir. Vollgas! Schon wieder ein Netz. Oh mein Gott. Ständig kommst du in irgendwelche Netze. Oh, der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Ich sollte schnell sein Netz aufschneiden. Au. Au. Alter Verwalter, mit nur 3 Schaden im Nahkampf ist echt happig. Diese blöden Piraten. Gleich noch 2 Kugeln kassiert, so. Ich hoffe, die Delfine geben mir jetzt irgendwas Besonderes. Oh, guck mal, sie haben mein Herz geschwommen. Na, was gibst du mir jetzt, Digi? Ja, eine Rippe, ein Zahn, eine Flosse.
Von einem Hai. Ein Kopf vom Hai. Hm? Ich hab gehört, ihr seid Haikiller. Helft mir. Lasst mich nicht alleine mit dem Hai. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Ein Furz in der Luft, oder was? Ich hoffe, dass keiner von ihnen nochmal erwischt wird. Ein großer Goldbarren, Digga. Wie viel Gewicht nimmt das? Was ist mit den Delfinen passiert? Gleich 2 Kilo. 2 Kilo Gold, Alter, Digga. Wir sind Millionäre. Stimmt denn nicht mit den Delfinen? Teile gehen immer klar. Da ist Kupfer. Endlich haben wir Kupfer gefunden. Kupfer. So, diesmal nehmen wir alles mit. So, und hier schauen wir auch mal rein. Ein Samurai-Schwert. Billiges japanisches. Was auch immer. Ha, das hat schon gereicht. Du Nabel, ey. So. Wir wissen ja, wo ist. Ja, den holen wir. Also Reichweite kriegen wir durch die Harpune nicht. Aber 10 Schaden. Die kriegen wir doch lebend, ne? Ja, sehr schön. Den haben wir doch lebend. Sehr gut. Das haben wir uns auch gegönnt. Bam. Komm her. Du kommst auch her. Und du sowieso. Oh. Das sollten wir mal mitnehmen. Da ist der Hai. Da ist der Hai. Komm her. Ey, wie viel kann der ab? Na? Hör auf! Hör auf! Du musst doch sterben! Hä? Wieder zurück in sein Loch, oder was? Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Den gönnen wir uns. Wie viel können wir uns davon gönnen? Sehr schön. Bams. Ja, wir drücken uns gleich eine... Ach, machen wir jetzt. Das nervt schon ein bisschen, ne? So. Den holen wir uns auch. Den können wir jetzt richtig gut verkaufen. Ich glaube, wir bieten nur den an und den Hike. Haifischkorb. So. Bams. Gehörst uns. Sehr schön. 1 Kilo. Fisch. 1 Kilo. Können wir uns hiervon vielleicht noch ein paar fangen? Komm, renn da. Zack. Und zack. Was mit dir? Du siehst so unscheinbar aus. Etwas können wir uns noch gönnen. Wo wir hier wegschwimmen. Nehmen wir noch ein bisschen Schrott, ein paar Muscheln. Da ist noch eine Waffe. Ja, den da holen wir uns. Sehr schön. Komm ran hier. Feuerteufel. Ja, ich brauche noch nicht mal mehr was machen. Da möchte ich noch mal reingucken und das möchte ich noch mitnehmen. Irgendwas Kleines schmeißen wir gleich dafür raus. Eine Baseballkeule. So. Was können wir für... Dürfen wir eigentlich nur maximal 28 mitschleppen? Eine braune Muschel. Wie viele braune Muscheln haben wir? Eine blaue Muschel. 2 braune Muscheln. Zack, zack, zack.
Wir haben eigentlich die Hälfte jetzt, ne? Ich schmeiß den Hai raus. Haha, nein. Scherz. Nee, ich schmeiß gar nichts raus. Das meine ich ernst. Wir gehen jetzt einfach nach oben. Lassen uns, oder wir lassen uns jetzt nach oben geleiten. Das geht ein bisschen zügiger. Hier ist sehr viel Schrott. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall gut Fisch gemacht mit diesem Nasenbuckelfisch da. Vielleicht können wir ihn sogar nochmal upgraden. Ich weiß, dieses Upgrade, das sorgt dafür, dass wir irgendwann gar nicht mehr verkaufen. Aber wenn wir die Viecher upgraden und wenn wir irgendwann mal das maximale Level erreichen, dann können wir sie doch in Ruhe verkaufen. Ich denke immer, solange man upgraden kann, sollte man es auch tun. So, ein Goldbarren. Wie viel kriegen wir für den Goldbarren? Aquarium? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Wie kann ich hier was verkaufen? Das könnte einiges wert sein. Ich sollte es mit Cobra laden. Mit Cobra was? Ich sollte es mit Cobra im Cobras Laden verkaufen. Ach so, wenn man da in den Laden geht, kann man verkaufen, ja? Gehen wir mal kurz verkaufen. Vielleicht geht das ja jetzt. Mitten am Tag. Zutaten. Mehr Gemüse. Andere. Nee. Forschung. Ah, guck mal. Das können wir jetzt alles forschen? Forschen wir es doch einfach mal. Ist der gut, Alter. Nächstes. Okay, schade. Ich dachte, jetzt gibt es für jedes so ein schönes Video. Alles erforscht, Digga. Natürlich, wir haben ja mehr als genug. So, Menüs. Nein. Forschen haben wir. Zutaten, Engineer. Menüs. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Menüs an. Was können wir hier upgraden? Veredeln. 10 von 10. Guck mal. Wenn wir das jetzt nicht machen, ne? Wir kriegen hoffentlich gleich noch so einen schönen Fisch. Aber jetzt erstmal das schöne Video. Ich glaube, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Aber der Blick des Fisches. Einfach nur goldig, ja, auf jeden Fall. Kann man das noch weiter upgraden? Tatsächlich. Boah, kann man es ins Unendliche treiben? Egal. Nochmal Menü. Ich bin jetzt 5 Gerichte. Das ist geil. Veredeln. Veredeln. Veredeln und noch mehr veredeln. Ja, klar. Sehr gut. Davon kriegen wir bestimmt noch mehr. Sehr gut. Müssen auch den Haifischkopf nehmen. Stimmt ja. Das kriegen wir hin. Einmal für die junge Dame. Mhm. Ach, das ist die... Okay. Weiß ich, was das ist. Das ist der Sessel hinter mir. Okay. Ich würde es trotzdem gerne mal verkaufen. So.
Hey, nicht weggehen. Aha. Ach, guck dir das mal an. Nudens. Ich nehme das. Nee. Bencho Sushi. Ja, Mann, wir machen Werbung. Anwenden. Okay. Wir haben noch kein Amulett gefunden, leider. Schade, schade, schade. Wir wollten doch was verkaufen. Jetzt fehlt uns Geld. Natürlich. So. Oh Mann. Mein Paket ist schon seit so bla bla bla. Das kennen wir schon. Schade. Ich dachte, ich kann da was verkaufen. Ich habe es wahrscheinlich nur noch nicht gefunden. Aber man kann da bestimmt was verkaufen. Scheißegal, wir gehen ab ins Wasser, Alter. Los mit uns. Ja. Großaugen Stachelmakrele. Wir brauchen auf jeden Fall größere Taschen. Viel, viel größere Taschen. Ja. Diese ganzen kleinen Fische, die fange ich schon eigentlich gar nicht mehr gerne. Weil die absolut keine Herausforderung sind, ne? Zack. Zack, noch eine blaue Muschel. Oder ist eine braune Muschel. Die wiegen doch nichts. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch das einmal kurz mit. Auch wenn das 0,3 Kilo sind. Ich kriege ständig dieselbe Knarre. Gibt's da? Brocken. So, diesen Quest haben wir erledigt. Zack. Nehmen wir mit. Aga, aga. So, da ist noch eine Muschel. Da ist noch eine Muschel. Überall sind Muscheln. Ich sag's dir. Wenn wir nur das ganze Kleingedöns mitnehmen, ne? Was so überall rumliegt. Hier ist noch O2. Überall ist noch O2. Sag, dich nehmen wir definitiv mit. Du schmeckst. Die Leute mögen dich. Und, ey, es tut mir echt leid, Bruder. Aber du musst echt dran glauben. So. Genau so. Genau so musst du dran glauben. Tag 1. Seht ihr? Und jetzt haben wir ganz bestimmt keine 15 und wir können die anfangen zu verkaufen. Komm schon, bist meiner. Gehörst mir. Deine Seele gehört mir. So, nächster Nahkampf. Oh, sehr schön. Dann können wir uns ja mal ins tiefe Gefilde trauen, ne? Was denn hier? Diese grünen. Bam. Oh, wow. Oh, was bist du denn für ein hübsches Ding? It's it. Scheiße, den Dreck. Ein Segenfisch. Ja, ja. Mal kurz so zwei auffüllen, bitte. Den holen wir uns doch, oder? Schnell. Lassen wir uns nicht von ihm sägen. Au. Holen wir uns schnell O2. Los. Kurz auftanken. Holen wir uns hier noch mal ein paar Ressourcen. Los, los, los. Sehr gut.
Schnell aus dem Weg. Oh. Den hat er kaputt gemacht, stimmt's? Nicht ganz. Ja, eine 10er Harpune. Also ein 10er Damage. Verdammt. Ich glaube, wir schwimmen nochmal hoch, holen unsere andere Waffe raus. Holen auf dem Weg nach unten noch ein bisschen Luft. Ha. Oh, haben wir aber eine kassiert gerade. Ich glaube, wir müssen jetzt schon Luft nehmen. Wenn wir jetzt die Luft nicht finden, dann wird es arg knapp. Ne? Wir hatten so viel Luft gefunden. Ja, genau, da ist es doch schon. Mach mal voll, bitte. Sehr schön. Da ist Munition, dann brauchen wir auch... Dann können wir ja richtig loslegen hier. Ja, Mann. Das nehmen wir mal alles mit. Den da unten, den gönnen wir uns. Was ist das? Aha. Sehr geil. Den werden wir jetzt sowas von reißen. Holen wir uns mal hier einen legendären Fisch, Alter. Ja, Mann. Es hat ihn gerissen. Wow. Ja, Mann. Einen können wir noch. So, dich können wir noch holen. So, aber das war's jetzt. Das war's schon. Hammer. Ich bin ja gerne noch weiter rumballern hier, wie die Bekloppten. Aber ich will zurück. Da ist er, genau. Sehr, sehr, sehr geil. Holt mich ab. Wir sind voll beladen. Sehr geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Viech da. Das bewahren wir auf. Das will bestimmt jemand. Was Besonderes will bestimmt jemand haben. Hey, Ellie. Hey, Ellie. Hm, so schnell? Ja, natürlich. Puh, das war schwieriger, als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Na, das ist nicht schlecht. Also dann, wenn die Lieferung an Echo Watcher abschließe. Tada, haha, Forschungsstufe erreicht. Echo Watcher? Ach, du kennst sie nicht? Echo Watcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Belohnung für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für Punkte in der App und nicht für eine Publikation? Ja nun, man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier es doch auch mal aus. Wenn es dich interessiert, bis dann. Hilf Ellie. Echo Watcher. Kriege ich jetzt wenigstens Kohle und so von ihr? Verwende die Echo Watcher App, um verschiedene Umweltaufträge nachzugehen. Sammle Punkte, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Kriegen wir denn jetzt von ihr? Bestes. Gefunden 15. Gefangen 8. Sehr geil. Und ein neues Fossil. Alter, das ist doch mal was Schönes. Aquarium. Ja, der wird sich freuen. Ja, ja, schließ den Tag ab. Bla. Schließ den Tag ab. Jenes. Und so weiter. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal erscherbeln. Ab zu Sushi. Station. Wie gesagt, wir sehen immer noch anders aus. So, Interieur. Menü, Forschung ist erledigt. Personal können wir noch nicht freischalten. Ja, Mann. Langnasensegenhai-Sushi.
Sägehai-Sushi. Guck dir das an. Weißspitzenriffhai. Der schmeckt nicht, kostet aber 35. Cool. Guck mal, hier kann ich verkaufen, ne? Aber wo kann ich den Goldbarren verkaufen? Andere. Keine Zutaten im Besitz. Gewürze kann ich verkaufen. Gemüse, mehr und alles. Aber ich kann keine Goldbarren verkaufen oder sonstiges Wertvolles. Lebensmittel mit einer hohen Geschmackswertung erhöhen die Zufriedenheit der Gäste. Bilde dich immer weiter. Okay, okay. Schade, dass man das nicht mal langsam austauschen kann. So, den setzen wir uns hin. Einmal dahin. 5 können den essen. Heute gibt es dann unser Spezial des Tages. Den können wir sogar aufwerten. Verbessern wir den doch einfach mal. Dann schmeckt er auch richtig. Oh ja. Was mit dem Hai? Der steigt auch relativ gut. Davon nehmen wir nur einen. So, was ist das da? Was? Und das kann man noch aufwerten und dann schwarzer Essig. Dann wird es noch teurer. Bewahren wir auf. Weil da haben wir einen Zuwachs von 30%. Geil, das leveln wir erstmal. Hallöchen, dich können wir leveln. Ja, machen wir auch. Dann können wir davon auch einen ganzen anbieten. Wir müssen ja nicht so viel anbieten, ne? Was mit dir? Ja, Mann. Von dir bieten wir mal einen an. 2? Die werden alle keinen Haifischköpfe essen. Die werden alle das andere essen, weil das hochwertiger ist. 2. 115, Digga. So, und jetzt vielleicht noch was für den kleinen Geldbeutel. Nee, was nicht lecker ist, das bieten wir gar nicht mehr an, ne? Die müssen wir auch mal langsam ein bisschen höher leveln. Wir bieten trotzdem einen an. Ist okay. So. Und dann geht's los. Mal gucken, was wir für Bewertungen diesmal kriegen. Das muss ja jetzt richtig laufen. Open. Guck mal. 20. Na hallöchen. Die kriegt gleich hier einen Haifischkorb. Ja. Dingsbum. Sehr schön. So, Haifischkorb. Komm. Zack. So ekelhaft wie immer schon. Der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Sehr geil. Schmeckt es dir? Ja, sehr lecker. Ich schmecke das Fett des Weißspitzriffenhais im Innern des knusprigen, gerösteten Kopfes. Aber es ist nicht ranzig oder so. Ist das etwa Ingwer? Der Ingwer mischt sich gut mit dem starken Aroma des Kopfes. Es ist wirklich köstlich. Verzeihung. Ich war einfach nur überrascht, wie gut das schmeckt. Das Buch
der fünf Ringe besagt, dass man stets das Wesen einer Sache erkennen sollte, statt sie nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Haie sehen äußerlich vielleicht furchterregend aus, aber sie haben ein dichtes Fleisch und ihre Köpfe schmecken köstlich. Dieser im Stück gegrillte Haikopf repräsentiert perfekt all diese Eigenschaften. Ich muss schon zugeben, sehr gut gemacht, du hast bestanden, Bencho. Und nun verrate ich dir, warum ich hier bin. Dieses Restaurant braucht mehr Mitarbeiter. Ich kann dir dabei helfen. Was meinst du damit? Willst du das alle hier wirklich alleine schmeißen, Bencho? Das Restaurant läuft doch jetzt schon auf Maximum. Jetzt klappt vielleicht noch alles, aber wenn mehr Gäste kommen, wirst du es nicht mehr schaffen. Stimmt, ich kann das alleine nicht mehr schaffen, aber es ist schwer, gute Leute zu finden. Ich bin Yoshi, die Personalerin. Genau das ist mein Job. Erst einmal sollten wir eine Stellenanzeige veröffentlichen. Mitarbeiter. Stelle Mitarbeiter ein, um die Arbeitsbelastung zu verringern. Mitarbeiter helfen dabei, Speisen im Eisbereich, Essbereich zu servieren oder die Essenszubereitung zu beschleunigen. Ich würde dir gerne erklären, wie man Personal einstellt. Pass bitte gut auf. Okay, drücke auf den Flyer, um die Einstellung aufzugeben. Okay, der folgende Beitrag wird für die Stellenausschreibung ausgegeben. Kosten 0. Werbeflyer in Arbeit. Einstellung hat begonnen. Gut. Die Ergebnisse der Neueinstellung sind immer am nächsten Tag verfügbar. Morgen werde ich dir mehr erklären. So. Lauf schneller, Digga. Oh, verdammt, das ist die hier vorne. Oh, schnell. So, schnell, schnell, schnell. Oh nein, wir haben einen Gast vergrätzt. Wir haben einfach keine Ausdauer. Schnell, schnell, schnell. Verdammt. So, cool. Hier rüber. Nochmal darüber, schnell. Reinigen. Oh Mann, wir haben versagt. Zwei Gäste konnten wir nicht bedienen. Ich meine, den Maximum an Umsatz haben wir ja heute tatsächlich gemacht. Aber nur 3,8 von 5 Sternen. Schade. Unser Siegeslauf ist. Ja. Umsatz 75 mal 4. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ja, ja. Schade, schade. Marmelade. Und Mittwoch wird zu Donnerstag. Wow. Also, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war echt eine geile Session und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss!